Hallo Skatfreunde, Dienstagabend, das heißt 18er Rangliste. Und das Haus ist schon voll, 117 Teilnehmer haben sich schon angemeldet. Und während wir hier die letzte Minute runterlaufen lassen, kann ich ja gerade nochmal den kurzen Zwischenstand hier zeigen. Ich habe bisher hier also 7 Listen gespielt, 600 und ein paar zerquetschte Schnitt. Das ist ganz ordentlich, so darf es bleiben. Allerdings muss ich mich natürlich auch schon wieder ein wenig ranhalten. Wir haben schon den 10. und ich habe erst 7 Listen. Also, es wird wohl nicht heute bei dieser einen Serie bleiben, sondern das Turnier um 23 Uhr werde ich dann auch nochmal einplanen und das hoffe ich die nächsten Tage auch. Dann hatte ich noch eine Rückfrage. Wie wird eigentlich der Preistopf aufgeteilt? Ja, ist noch relativ neu seit diesem Jahr, dass das oben gedeckelt ist bei 100 Euro. Und dann glaube ich, war dem letzten auch noch ein Fehler in der Formel, dass das relativ ungleichmäßig verteilt war. Inzwischen ist das gleichmäßiger verteilt. Ihr könnt das hier sehen. Also der Erste bekommt knapp 100 Euro. Alles wird ausgeschüttet und jeder bekommt einen Preis. Hinten die Letzten sind dann hier noch mit 7,68 € dabei. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Preisgeldtopf und den Teilnehmern ab, die sich qualifizieren, aber so ungefähr ist das Konzept. Und jetzt hüpfe ich schnell wieder zurück und hoffe mal, dass ich jetzt gleich an den Tisch komme, dass ich jetzt nicht zu lange mich festgequatscht habe und schon etwa ohne mich angefangen wurde. Und da geht es auch schon los. Wen haben wir am Tisch? Fiete 26 und Medusa. So, also Medusa habe ich auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal gespielt. Der Nick kommt mir bekannt vor. Fiete 26 sagt mir erstmal nichts, aber das ist ja auch keine Pflicht, hier alle Spieler schon zu kennen. Die lernen wir dann jetzt eben kennen. So, Fiete schon mal ein Skatinsel-Avatar ausgewählt. Das gefällt mir natürlich. Damit hat er schon mal einen Stein im Brett bei mir. So, für 24 ran. Gut gefunden. Der siebte Trumpf, der gibt die entsprechende Verstärkung, die man braucht für ein gutes Gefühl. Wenn jetzt hier nicht alle vier Trumpf dagegen stehen, dann müsste das Spiel ohne großen Kummer nach Hause gehen. So. Mit diesen Trümpfen ziehen wir mal lieber zweimal von oben. Kann ja auch mal 2-2 stehen, tatsächlich. Und dann ist nämlich auch noch ein Schneider drin. Naja. Für 18 kriegt Fiete das Spiel. Also wenn das jetzt kein Grang wird, dann wären wir doch wohl alle sehr überrascht. Ah, es wird ein Grang. Keine Überraschung. So, vier Könige habe ich zur Auswahl. Ich greife mal in Kreuz. Und das war immerhin schon mal ganz okay. Mein Partner hat die 10 freigespielt. Und er ist mit 4. Das sieht ja fast so aus, als ob er auch noch sehr lang Herz hat. Dann wird es für uns aber auch schwer, aus dem Schneider zu kommen. 10, 14. Naja, mehr als ein König habe ich eh nicht im Angebot. Dann kann ich auch den siebten spielen. Auch wenn der natürlich noch nichts klärt, aber das kann ich von hier sowieso nicht. 28. Ich fürchte, jetzt ist Feierabend. Oh, Medusa hat noch das Herz Ass, aber hat geschnippelt wieder mal. Das alte Lied, uns in den Schneider geschnippelt. Wie beim Skat. So, hier sage ich aber auch nur 18. Ah, habe ich ihn schon. Habe ich ihn schon bei 18? Okay, aber natürlich nicht überragend. Jetzt hier das alte Lied, die alte Frage. 6 Trümpfer Herz mit einer schlapperen Beikarte oder den 5 Trümpfer. In Vorhand würde ich den Pik spielen. In Hinterhand ist, denke ich, der Herz die Nuance stärker. Wenn es gut läuft, kommt natürlich hier irgendwann mal Pik auf den Tisch. So. Mal gucken, Kreuz 10 ist sicher noch bei Fiete. Der hat vermutlich aus der 10 zu dritt aufgespielt. Wir haben 22 liegen und gleich wird sich so ein bisschen zeigen, was für eine Farbe nachkommt. Und Pik, jawohl, die habe ich mir gewünscht. So soll es sein. Ich würde sagen, damit müsste der Drops zu meinen Gunsten gelutscht sein. Jetzt gibt es hier noch den kleinen Trumpfstich. Einmal unter durch und dann ist schon
Feierabend, alles bei mir. Ja, so schnell geht's. Peak stand zwar nun auch 2-2, ganz artig, trotzdem hat das natürlich stark geholfen, dass das Pik Ass auf den Tisch kam. Denn ansonsten kann ich da auch schnell ein wenig zu kurz kommen und dann kann es auf jeden Fall mindestens knapp werden. So, eben vier Könige, jetzt drei Damen und nichts dabei. Das sind an sich auch nicht die schlechtesten Nachrichten. Mit solchen Blättern kann man wenigstens erstmal nicht viel verkehrt machen. So, jetzt haben wir eine Reizung. Wenn Fiete ehrlich gereizt hat, müsste er da eigentlich rüberkommen. Das will ich tatsächlich mal überprüfen mit einem Bild. Und das war auch gut investiert. Soweit hat das schon mal hingehauen. 7 zu x für uns. Und die Stechfarbe haben wir auch gefunden. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn Fiete nicht nochmal Trumpf bringt. Das kann er auch nicht. Und dann würde ich sagen, lang ich mal einmal hin, damit ich erstmal die Trumpf 10 einkassiere. Ach nee, die Trumpf 10, die war gar nicht mehr unterwegs. Moment, doch, die ist schon noch unterwegs. Die muss ich nur beim zweiten hin lang kriegen. Ah, dann hätte ich besser mit Karo Bube gestartet. Ich war hier schon wieder knapp durcheinander. Und Pik 10 habe ich jetzt natürlich nicht so gerne gesehen. Die kann Fiete eigentlich hätte er behalten sollen, damit er noch übernehmen kann. Jetzt stehe ich natürlich hier wieder dusselig da. Wenn das Karo Ass jetzt blank steht und der Drilling in Herz ist herzverkehrt, wenn das Karo Ass noch bestellt steht, na, ich werde es jetzt mal doch mit Herz versuchen und gucken, ob Gottes Willen, was war das denn für ein schlechtes Spiel? Herz Ass auch noch bei meinem Partner. Und noch ein Stich in Karo. Eieieiei. Gut, also das war wohl ausgesprochen optimistisch, vielleicht viel zu optimistisch. Ich habe es ja nun in der Trumpf-Abzugsreihenfolge gar nicht richik gemacht und Fiete hat die Pikstiche abgeworfen. Der hätte sich sonst schon blank werfen können. Also kann Medusa von Glück reden, dass sie überhaupt aus dem Schneider gekommen ist. Dumm die Dumm, Pik ist Trumpf. Da schallt es schon wieder dumpf. So, den lassen wir noch mal einmal laufen. Tatsächlich, auf Fiete ist Verlass, der hat auch immer den Pik-Buben. So, der König sieht natürlich so aus, als ob die Vollen bei Medusa sind. Dann tauche ich einmal weg. Ja, mein Freund Fiete kommt immer rüber. Das ist doch gut. So, jetzt steht natürlich alles glatt an mein Kreuz. Also mein Kreuz Ass kriegen wir wohl nie nach Hause. Das kann ich jetzt mal investieren. Oh, zwei Kreuz gedrückt. Die Kreuz 10 war natürlich viel, aber nicht zu ändern. Ohne Herz Ass können wir hier sowieso nicht gewinnen. Na, das wären natürlich 18, aber mehr ist es an sich nicht. Schon gar nicht mit diesen ganzen Bildern und schon erst recht nicht, wo schon zwei Kombattanten ihre Spielabsicht kundgetan haben. Dann halte ich mich zurück. Ja, und das ist natürlich auch klar, dann kommt ein 0 raus, da haben wir natürlich die schlechtesten Karten. Gut, testen wir erstmal einmal unsere Blanke. Wahrscheinlicher ist aber, dass es, wenn überhaupt nach meinem Blatt, überhaupt nur auf Karo geht. Also greifen wir mal weiter in Pik. Das hatte ich natürlich anders erhofft, geht aber wohl sowieso nicht, nur die Karo 8 war faul. Unter Freunden. Na, da werde ich doch wohl nicht das Spiel bekommen. Wenn doch, soll es natürlich ein Karo werden. Dann würde ich, ich kriege es tatsächlich, eieiei, check, dann möchte ich natürlich, ich wollte es gerade sagen, dann möchte ich natürlich einen dunklen Buben finden, damit es nicht ganz so teuer wird. Gut, jetzt kann man natürlich auch überlegen, ob man hier einen Trumpfvollen schon drückt, aber wo ich selber, Trumpfvollen, Pik 10 oder Kreuz 10, aber wo ich selber keinen Trumpfvollen habe, glaube ich, dass ich mir das gar nicht erlauben kann. Da sollte ich die Beikartenstärke besser oben behalten. Und jetzt habe ich natürlich genau
Pik Lusche unten, sieht aus, als wäre Kreuz Lusche eine bessere Idee gewesen. Nicht unbedingt mein Lieblingsaufschlagstich, denn klar kommt der wohl aus dem Drilling. Nee, der kommt aus dem Zwilling. Alles ganz easy hier. Und Trumpf fällt auch links und rechts. Ist ja gar nichts los hier. Manchmal spielt es sich so leicht. Du machst dir die ganzen Gedanken. Wie sitzt die Karte? Sitzt er zu dritt? Sitzt er zu viert? Ja, Trumpf sitzt zu viert, aber Medusa hat eben auch den Trumpfstich vielleicht ein bisschen leichtfertig aufgegeben. Hat wahrscheinlich einen Rollmops. Das ist die Begründung, dass sie hier aus den Zwillingen aufschlägt. Nur, das ist natürlich mit meiner Karte erfreulich. Da kann mir gar nichts passieren, wenn alles bedient wird. Passe, passe. Na, wenn da mal nicht ein Ass drin liegt. Zack. Na, siehst du wohl. Andererseits war natürlich jetzt die zweite Karo-Karte dazu ziemlich mies, denn jetzt habe ich keinen ordentlichen 5-Trümpfer mit schöner Kreuz-Bei-Karte, sondern entweder nur 4 Trümpfe, und das ist schlecht. Oder den 0 mit Kreuz zu 5 oder den 6-Trümpfer Kreuz mit 4 Faulen. Ich denke mal fast, Grang geht sogar auch. Also ich kann fast jedes Spiel machen, aber ich glaube, die besten Erfolgsaussichten hat tatsächlich hier dieser etwas windeimäßige 0. Ne? Der 0 könnte eine Idee sein. Den Kreuz mit 13 runter kannst du auch spielen. Ich glaube, ich mache mal den. Der Grang ist es natürlich nicht. Der ist einfach zu gewagt. Ich denke, ich mache jetzt mal den 0. Sieht zwar auch ein bisschen komisch aus mit den beiden Alten und Ass 10 König 7 an der Seite, aber so, jetzt mal ein blanker Kreuz von Fiete. Dann bin ich saniert. Der 0 ist tatsächlich auch, denke ich, jetzt die beste Wahl. Knapp natürlich, der Kreuz und der 0, die tun sich nicht so viel. Und da kommt schon der Blanke und schon ist alles gut. Also es gab hier die eine oder andere Verteilung, bei der das Ding leicht zu gewinnen ist. Wäre dann wohl auch als 0 Ouvert gegangen, aber das testet man mit so einer Baustelle, wo Kreuz 8, 9 fehlen, testet man das natürlich nicht. Nicht freiwillig jedenfalls. Ja. Und da haben wir so ein schönes Ding. An sich ist es ja nur ein einfacher Karo. Auf Hand kann ich auch noch gehen. Vier Stiche in der Abgabe. Das ist der Plan. Und die können natürlich auch schnell Richtung 60 kommen. Also ein bisschen geschmeidig muss das Spiel schon laufen. Aber warum sollte es das nicht tun? Da bin ich erstmal optimistisch. Ah, alle kreuzen mit Trumpf 10 Überstich. Das ist natürlich Höchststrafe. 34, Höchststrafe, denn jetzt wird noch Pik 10 Schmierung kommen, ist das Ding sofort gelaufen. Oh, 34. 41. Gut, Pik 10 kam nicht. Auch hier diese Chance nutze ich natürlich noch. Vielleicht habe ich noch eine Außenseiterchance. 51, da ist die Pik 10 bei Fiete. So, 51. Gut, ist ja sowieso klar. Mehr als einen Trumpfstich darf es nicht mehr geben. Und wenn da ein Voller reingeht, verliere ich ohnehin. Also stechen wir hier mal klein. Hoffentlich sitzt Kreuz Bube dann blank bei Medusa, dass sie übernehmen muss und das Fiete noch mit bedienen muss. Ah, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus, 65, und Medusa hat gar nicht den Buben, sondern den, der sitzt bei Fiete. Das war jetzt natürlich unschön. Und wenn ich das richtig gesehen habe, lag natürlich ein bisschen was in Kreuz drin. Ah, bitter, bitteres Ding. Ich meine, selbst wenn ich mit der Trumpf Lusche steche, dass ich da jetzt die Kreuz 10 im zweiten Stich mit dem Buben festhalten muss, auf die Idee finde ich auch bei der Reizung, so schnell kommt man da nicht drauf. Gut, testen wir den mal bis 30. Ah, ich kriege es wieder. Uiuiui.
Also jetzt kann es natürlich einen gefährlichen Doppelschlag geben. Die Pfündung war allerdings schon wieder ganz ansprechend. Der sechste Trumpf und eine kleine Verstärkung in Kreuz. Diesmal wird auch nicht sofort gestochen. 18, Trumpf sitzt auch gut, okay. Das sieht bisher schon mal ganz freundlich aus. Okay, Karo 10 wird noch geschont, aber sei es drum, ich nehme raus. Und da steht doch Trumpf wieder zu viert. Und direkt das Pik Ass rein. Dann kriege ich natürlich schon wieder Probleme. Karo 10 sicher noch bei Medusa. Und Pik Ass 10 hinten, also das ist doch wieder mal zum Brechen. Dann wird es wohl doch schwer, dieses Spiel zu gewinnen. So, mal gucken, was in Kreuz passiert. Auch nichts Gutes, wird auch noch gnadenlos geschnippelt. Okay, ich glaube, ich mache jetzt hier noch die Herz-Damen, den Herz-Damen-Stich. Aber das langt mal wieder nicht. Doch, es langt doch. Ich erzähle. Und wie hat das denn jetzt noch gelangt? Glück mit der Kreuz-Dame gehabt. Eieiei. Ja, ändern konnte ich sowieso nichts, dann brauche ich auch nicht so präzise mitzählen, dann geht es mehr darum, euch ein wenig auf dem Laufenden zu halten, also kriegt ihr auch ganz unverstellt ein bisschen mehr Gefühlswelt mit. Ne? Ich dachte schon, das Ding wäre am Arsch, aber ging gerade noch so. Und 4 sind 18. Plus die gedrückten. Was hat Medusa jetzt vor? Ich meine, nach meiner Karte gewinnt sie natürlich alles, wenn sie jetzt über die Dörfer geht. Zwei Asse wird sie ja noch haben, eine 10 wird sie noch haben. Normalerweise. 36, 47, 58 und das gedrückte. Längst zu Hause. 8 Augen gedrückt. Für 20 unter Freunden. Für 20 komme ich nicht ran. Nee, dann möchte ich jetzt auch nicht mehr. Den schauen wir uns mal genauer an. Das glaube ich ja im Leben nicht, dass die Achter blank war. Das ging schnell und 40 leicht verdiente Augen. Ah, da haben wir es jetzt wieder. Jetzt komme ich immer nicht ran für 18 oder 20, wie ich es gern hätte. Muss ich hier wieder auf Hand gehen? Na gut. Wer 24 hat, der hat auch 27. Dann möchte ich jedenfalls nicht mehr spielen. Kreuz glaube ich eigentlich nicht, dass Medusa Kreuz spielen will. Deswegen hat mir die 24 hier gelangt. Okay, zwei Jungs natürlich. Wahrscheinlich 4 Herz und dann noch ein paar Karos. Gucken wir uns mal an. Ja, 4 Herz ist korrekt. Und 3 Karos. Na, dann können wir natürlich nicht gewinnen. Das sind zu viele rote Karten. Dann können wir nur Schneider freikommen. Dann testen wir das jetzt mal, indem ich hier steche. So, alles rein, was Beine hat. Ja, dann hat sie natürlich noch einen Pik hinten raus. Okay, dann hoffe ich mal, dass noch ein... Ja, es kann ja nur der Pik König sein, dass der Pik König noch bei Fiete überbleibt. So ist es auch. Dann kommen wir gerade noch raus. Nee. Für Pass hätte ich ihn wohl genommen mit 4 Vollen. Kleiner Ansatz für Herz, aber mit nur einem Ass und 4 schlappen Trümpfen besser nicht. Ah, wieder ein 0. Gut, der ist ja leicht zu spielen. Erstmal die kurze Farbe. Und dann hinfort mit allen Piken.
Ja, was ging da? Nur im zweimal Ass zu viert, da war ja dann nichts zu gewinnen. Ich denke, den kann man sogar auch als Null-Ouvert spielen. Medusa hat ihn etwas defensiver gespielt. Das war also für uns nur vorgegaukelte Spannung, da war nichts zu machen. Das könnte jetzt wieder meins werden. Und ja, ich wollte gerade sagen, vorhin lag da schon mal so schön Kreuz Ass drin, da konnte ich das nur in Anführungsstrichen zum Null verwerten. Jetzt wird es mit dem Kreuz Ass natürlich ein Grang. 20 Augen im Keller. Okay. Wie rum spielen wir am besten Schneider? Vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen querbeet abschmeißen. 3 und was kommt dazu? 15. 3 und 15 macht 18. Ja, jetzt, jetzt noch die Karo Lusche günstig loswerden. Und damit ist das Ding auch ganz easy Schneider geworden. So, damit komme ich natürlich wieder in ein akzeptables Ergebnis. Über 500 habe mein Beatspiel ausgemerzt. Trotzdem muss ich sagen, das knabbert hier noch so ein bisschen an mir, dass ich da den Riecher nicht hatte, die Kreuz 10 mit einem Buben anzuhalten. Andererseits, ja, wenn ich jetzt noch so drüber nachdenke, dann gehen ja auch wieder andere Drohungen los. Dann kommt Medusa, der habe ich ja den Kreuzbuben in dem Spiel zugetraut. Dann kommt die wieder ran, dann muss ich wieder hochstechen. Also war wahrscheinlich nicht unbedingt ein krasser Fehler, aber das Spiel ging halt nicht. So, jetzt kommt es zu einem Herz. Gut, die 7 muss ich wohl hier klettern. Ist wahrscheinlich unterm Ass. Und jetzt ist ja die Frage, Pik zurück oder vielleicht mit 4 Trumpf mal die nächsten Vollen zeigen. Okay, Kreuz Dame nur. Also Pfite hat Kreuz König, kann natürlich gedrückt sein, aber vielleicht hat er auch den Kreuz König zu dritt. Dann wechseln wir mal zurück. Ah, der hat ja wirklich einen Gemischtwarenladen. Kreuz und quer durch die Farben. So, dann hätte ich natürlich doch besser mal Kreuz 10 gezogen. Gut, hat er für ein Spiel mit 4, ist natürlich auch gut möglich. Oh, der hat noch ein Karo. Der hat 4 Faule jetzt günstig losgeworden und das Spiel ist auch nur mit 3. Dann macht natürlich hier mein Trumpf Ass noch einen Stich mit dem Karo Ass. Bupp. Und er ist sie zwar günstig losgeworden, aber so günstig dann auch wieder nicht. Ja, und da kann er jetzt natürlich nicht drauf kommen, dass er jetzt tatsächlich noch gewinnt, wenn er einmal Trumpf unter durchspielt, wo beide Trumpfvollen draußen sind. Das ist nicht zu erkennen. Das ist kein guter Versuch. Also Pech gehabt für Fiete. Kreuzlich. So, Pik, erste Farbe mal geöffnet, nichts viel gesehen, kann aber auch nicht viel kaputt gegangen sein. Testen wir mal die zweite schwache Farbe, da wo die Vollen in Hinterhand sitzen. Gut, der Herzkönig sagt natürlich schon, dass Fiete da mindestens 3 Herz hat. Herz 10 kann auch bei meinem Partner sein. Gut, und Kreuz 10 sagt uns, es sind wahrscheinlich 4 Trumpf, also hat Fiete bei Medusa, also hat Fiete nur ein 5-Trümpfer. Ja, und das Muster kenne ich natürlich auch. Wahrscheinlich 2 Asse blank gedrückt und Karo Ass, König, Dame. Ja, Medusa besser, du hättest erst den Trumpf gezogen. Jetzt kommt natürlich gleich ein Stich Karo Ass. Den sollte Medusa laufen lassen, damit sie ihre Herz 10 kontrollieren kann. Tut sie aber nicht. Gut, Fiete hätte auch den Trumpf abziehen können, dass das die Trumpf 7 war. Gut, letztlich wohl dann doch nicht zu gewinnen für uns. 3 Asse an der Seite und der Schnitt mit Karo König gelungen, also ein wenig zu stark. Ja, und da sind wir schon wieder durch mit der Geschichte. Spiel 18 läuft, ich habe nichts mehr bekommen. Das wollen wir natürlich auch noch sauber zu Ende spielen. Schnapp.
Da ist sie weg. Dann sehe ich schwarz für uns. 19. Oh, und jetzt wollte ich natürlich an sich noch einen schönen Überstich mit meinem Karo Buben fabrizieren. Auch das ist mir nicht vergönnt. Dann ist auch der weg. Und das wäre gar nicht so übel gewesen. Trumpf 10 nehme ich auch noch bei meinem Partner. Jetzt haben wir 33. Und jetzt gibt es natürlich nichts mehr. Ja, ein Karo muss doch da noch sein, oder bin ich denn zu dusselig? Karo Dame hätte uns ein bisschen besser in die Spur gebracht, aber letztlich hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Okay, so ist es ausgegangen. 300, 280 und ich habe 543. Muss ich womit zufrieden sein? Ist bis auf das eine Spiel ganz vernünftig gelaufen. Ja, und dann, wie gesagt, 23 Uhr werde ich mich nochmal wachhalten, um die nächste Liste aufs Parkett zu legen, damit ich in diesem Monat dann auch mal in Richtung 30 Serien komme. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns beim Skat. Bis dahin natürlich wie immer, gut blatt.